Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Im letzten Part haben wir die Geburt von Harley Quinn gesehen. Joker hat sie an sich gerissen im Blackgate-Gefängnis. Sie war eigentlich seine Psychotherapeutin, wenn ich das richtig verstanden habe. Und er hat sie um den Finger gewickelt. Ja, schauen wir mal. Das oh nein. Wir sehen gerade die Ermordung unserer Eltern. Warte. Warum tust du, was du tust? Master Bruce? Es ist vielleicht antiklimaktisch, aber ich dachte, Sie könnten nun endlich Weihnachten feiern. Jetzt, wo der Joker gefasst ist. Bane ist noch da draußen. Ich muss das Signal des Peilsenders finden, den er trägt. Selbst Sie müssen essen, Sir. Wenn du nicht die Polizei gerufen hättest, wäre er jetzt in Gewahrsam. Wissen Sie, ich habe auch etwas versprochen. Ihren Eltern. Nicht jetzt, Alfred. So ein zugeknallter Freak, bestimmt 200 Kilo Muskeln, hat 6 Cops gebraucht, ihn niederzuschießen. Ja, ich habe die Leiche gesehen. Könnte Bane oder einer seiner Männer sein. Wenn ich es schnell in die Leichenhalle schaffe, kann ich Leiche und Obduktionsbericht untersuchen. Nun, bevor Sie gehen, ich habe die chemische Substanz aus dem Stahlwerk untersucht. Sie stimmt mit Ihrem globulären Projektil für nicht letale Fixierung überein. Du meinst die Klebergranate? In der Tat, das Harz ist ausgehärtet. Es liegt an ihrer Werkbank. Finde das Signal von Bales Peinsatz. Ich würde es hier im Labor zu testen, bevor Sie gehen. Aber Sie hören ja nicht auf mich. Tun Sie ja nie. Okay. Wir kriegen eine neue Waffe. Das heißt, wir gehen noch nicht zu unserem Gleiter. Ist das hier vielleicht? Nö. Stufenaufstieg haben wir auch. Dann machen wir den mal eben zuerst. So. Hä? Achso, das war B. Ja, wir können unsere Schockhandschuhe wahrscheinlich noch weiter verbessern. Genau. Lade die Schockhandschuhe schneller als zuvor auf. Das ist eine super Sache. Das will ich haben. Was haben wir hier? Eine defensive Verwendung der Schockhandschuhe, durch die Batman-Angriffe von Gegnern mit Betäubungsstäben abwehren kann. Okay, das kommt dann als nächstes. Finde ich wunderbar. So, ja, wie gesagt, am Anfang schon vom Part. Im letzten Part haben wir die Geburt von Harley Quinn gesehen. Ja, nicht schön. Nicht schön. Ich nehme an, die werden wir hier auch noch als Gegnerin dann kennenlernen. In Arkham City haben wir es ja schon. Leider. Ich hätte auch darauf verzichten können. Also werden Sie es wohl nicht testen, oder? Das nennt sich Praxistest, Alfred. Okay. Scanne die Leiche in der Leichenhalle des GCPD. Das heißt, wir müssen wieder ins GCPD reinkommen. Vielleicht geht es diesmal einfacher. Das wäre schön. Was haben wir hier? Wo haben wir denn die Klebergranate? Ah, da ist die Klebergranate. Ja, schönes Ding. Gut. Werden wir irgendwann mal bestimmt einsetzen. Ah, Garderobe. Braucht kein Mensch. Nein, nein. Ich finde unser Outfit schon so ganz cool. Okay. Wo wollen wir denn hin? Wir wollen... Ziel? Ziel. Was ist das denn? Was ist das da? Black Masks Drogenlager. Okay, die wollen wir natürlich auch erkunden. Enigmas Datenbetreuer. Haben wir hier noch gar keine Datenpakete und so. Doch, Datenpakete. Okay, die anderen Dinger, die haben wir alle schon. Gut, das ist schon mal deutlich besser. Aber den Datenbetreuer will ich machen und Pinguins Waffen-Dingsbums auch. Das ist Enigmas HQ, da können wir noch, leider noch gar nichts machen. Ja, wir gehen erstmal per Schnellreise hier hin. Allerdings machen wir erstmal die Hauptquest, weil... Ups, was war das jetzt? Weil es wird ja auch gesagt, dass wir schnell dahin sollen. Ich meine, natürlich gibt es keinen Countdown oder so, aber man muss ein bisschen realistisch halten. Stopp! Mr. Bruce! Ich kann Sie nicht guten Gewissens gehen lassen! Sie sind diesen Killern unterlegen und... Was? Sie sind kein harter Ordnungshüter. Sie sind ein junger Mann mit einem Fonds und zu viel Zorn. Sie sind dem nicht gewachsen und ich... Ich will nicht, dass Sie deshalb sterben.
wen siehst du, wenn du mich ansiehst? Den Jungen, dessen Schuhe du jeden Morgen gebunden hast? Den Teenager vor seinem ersten Date? Wenn du nachts hier bist, bin ich da draußen. Das Einzige zwischen den Unschuldigen und den Raubtieren. Nein, nicht mag sein. Es ist. Wenn der Räuber oder Dieb zweimal nachdenkt, das ist Angst. Das ist, was ich bin. Deswegen kamen die Killer. Weil ich der Grund bin, dass sich die Kriminellen auf die Morgendämmerung freuen. Also nein, Alfred, ich bin dem gewachsen. Die Nacht wird nicht mein Ende sein, aber ihres ganz bestimmt. Jetzt wird er sauer. Eieiei. Ja, dann... Ich war ja noch nicht ganz fertig mit erzählen. Es kommt ja immer was dazwischen. Joker ist nach Blackgate gebracht. Da wurde Harley Quinn geboren, weil er hat seine Psychotherapeutin und so weiter und so fort. Ne? Das habe ich ja schon gesagt. So, jetzt gibt es ja das Batman Arkham Origins Blackgate. Das war ja quasi die Fassung, die für den 3DS und für die PS Vita entwickelt wurde. Jetzt ist meine Frage, soll ich die Deluxe-Version mir einfach mal im Xbox Store holen und das spielen? Ich hoffe, Sie verstehen, dass es nicht einfach ist, GCPD marschieren können, nachdem was passiert ist. Ich weiß, dass das nicht geht. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. In der Tat. Sir, es tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Ich hoffe, Sie verstehen. Es war nur, weil... Schon gut. Ich verstehe. Ja. Ich sag's also, Black Mask ist nicht tot? Nö. Und er hat Loeb nicht getötet? Nö. Und er hat keine Kontrolle mehr über seine Gang? Nö. Und irgendein Neuer hat seine Gang übernommen und all dieses Zeug gemacht? Yep. Aufgepasst, die Fledermaus ist hier. Yep. Und der ist jetzt in Blackgate? Yep. Und wer kontrolliert dann jetzt die Gang von Black Mask? Oh, Leute! Also das hier ist, Enigmas HQ. Da können wir nicht rein, noch nicht. Dafür brauchen wir erst ein paar viele Datenpakete. Wir gucken mal kurz auf die Karte, nachdem der Bulle uns da jetzt gerade ziemlich auseinandergenommen hat. Also das Ziel sitzt genau hier. Ups. Natürlich die Frage, kommen wir hier durch diese Tür irgendwie? Oder müssen wir auf den Boden? Das ist gar keine Tür. Was haben wir hier? Das ist auch keine Tür. Wobei das hier sieht schon deutlich mehr nach Tür aus. Okay. Gut. Das GCPD ist super bewacht. Um nicht zu sagen supra bewacht. Ja, hier sind natürlich auch Bullen. Natürlich. Jetzt müssen wir erstmal kämpfen. Na toll. Nachdem ich hier fast keine Energie mehr habe. Immerhin haben wir noch gute Rüstung. Alter. Gute Rüstung bringt uns leider nichts gegen... Feuerungstypen, genau. Gegen Typen mit Knarre. So, Schockhandschuhe. Vielleicht können wir damit ein bisschen mehr ausrichten. Weil irgendwie sieht es im Moment echt schlecht aus für uns. Nein. Boah, fuck. Immerhin können wir hier einfach durchrasen. Und Fledermäuse für euch alle. Aber irgendwie kaputt gemacht haben wir noch keinen, oder? Solange keiner auf uns schießt, ist alles super. Ah! Schockhandschuhe und weiter geht's mit unserer Rage-Kiste. Fuck! Jawohl. Huiuiuiuiui. So. Nützliche Einsätze kommen gerade rein.
einschalten. Zum Fortfahren Bereich sichern. Ich hab doch alle gekillt, oder nicht? Ah, da kommen noch mehr. Stirb. So, das Verbrechen machen wir jetzt mal nicht. Wir gehen lieber hier rein. Und diesmal dürfen wir auch. Huiuiui, das war... Ja... ein sehr krasser Kampf, muss ich sagen. Es waren viele Gegner und ich glaube, wenn ich die Schockhandschuhe jetzt nicht gehabt hätte, absolut nicht machbar. Vor allen Dingen, da wir halt schon massiv angeschlagen waren. Ich sollte diese Rohre mit meiner neuen Klebergranate verstopfen. Ah, sehr schön. Schnellklebergranate, das ist... Gut, das, ja, das macht Sinn. Perfekt. Perfekt. Kein Objekt geortet. Okay, hier können wir irgendwas aufmachen. Was ist das? Eine Tür? Okay, ich guck mal gerade auf die Karte. Wo müssen wir denn hin? Ach so, hier waren wir überall schon mal, ja. Macht Sinn, macht Sinn. Und wir müssen, ZL? Da, wir müssen eine Etage höher. ZR... Ja, okay. Aber ich möchte trotzdem einmal in den Nebenraum, in den wir augenscheinlich tatsächlich nur kommen, wenn wir wahrscheinlich hier mit den Elektrohandschuhen draufgehen. Und? Ja, hacken, komm, schnell! Oh Gott. Radio vom Volk für das Volk. Signal schon analysiert. 20 bei World Video Arcade. 6-0, verstanden. Roger 6-0. Warum, hä? Ich wollte das Gerät doch, hä? Das hätte ich doch hacken müssen, oder nicht? Was war das denn jetzt? So. Kann ich das, doch, jetzt. Gerät hacken, okay. Scheiße. Profi. Profi-Esche? Nein. Oh Gott, ist das nervig. Das ist nur ein Datenpaket da drin, aber ich will das trotzdem machen. Und, bam. So. Also Profi-Esche war es schon mal nicht. Nein. Profi-Skeld? Nein. Profi-Reifen? Profi-Tiere? Jawohl! Perfekt. Schön. Das Datenpaket nehmen wir mit. Wunderbar. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nö. Ja, cool. Hat sich doch gelohnt. Da hinten ist auch noch irgendwas. Ah, gut. Lassen wir mal da hinten irgendwas sein. Hier haben wir wunderbar die Klebergranaten verteilt. Das gefällt mir. Damit kommen wir dann an deutlich mehr Datenpakete dran. Ja, schön. Das Spiel gefällt mir echt richtig gut. Ich kann es eigentlich nicht oft genug erwähnen. Okay. Ja, hier müssen wir uns einmal ein bisschen umschauen. Ich habe ja, schon eine Idee. Entweder ist es der Batclaw, mit dem wir da dran gehen. Ja, ist es nicht. Okay, dann ist es die Fernlenkkraft. Nicht. Gut, dann versuchen wir mal da runter zu fliegen. So, perfekt. Ja, hier sind überall Haken. Stabiler Metallring, an dem die Batclaw befestigt werden kann. Ja, da oben kommen wir her. Wir können also zurück. Das ist schön. Ja. Ich sehe jetzt so spontan nichts anderes. Also, und vor allen Dingen hier ist kein Schiff oder so. Oder Floß. Ja, dann geht's erstmal nur hier weiter. Ja, 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 ja. Und ja, wahrscheinlich ist es beim Zugucken recht nervig, dass ich die ganze Zeit zwischen den zwei Ansichten hin und her wechsle, aber... Es ist echt praktisch. Man erkennt deutlich mehr. Die Detektivsicht, man muss sie schätzen lernen, aber wenn man sie einmal schätzen kann, dann ist sie echt perfekt. So. Batsch. Einmal schön zukleben. Ja, der Praxistest funktioniert ja wunderbar. Wie Batman bereits angekündigt hat.
So. Jetzt ist natürlich die Frage da links. Gucken wir mal. Gucken wir mal hoch. Wo sind wir denn? Ach so, das ist das. Dann sind wir gar nicht so weit von unserem Ziel entfernt. Und hier muss irgendwo ein Datenpaket sein, wenn ich das richtig gedeutet habe. Ja, hier hinten rechts. Wie soll man denn da hinkommen? Gar nicht, schätze ich mal. Hallo? Das ist aber die richtige Etage. Na gut. Dann, vielleicht doch nicht die richtige Etage. Ich möchte mal hier reinlaufen. Das sieht... Ja, okay, das ist der Krankenstation. Hier waren wir auch schon mal, durchaus. Ja, ziemlich sicher. Wir sind quasi schon im GCPD. Jetzt sind... okay. Gut, das hier hatten wir auch schon gehackt. Ja, wir sind drin, wir sind drin. Sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wo war... Wo war er? Alles klar. Läuft. So, da lang? Das sieht gut aus. Ja. Sieht gut aus, definitiv. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, sind hier noch Gegner? Ich meine, das GCPD ist generell ziemlich kaputt. Ja. Naja, gut. Da, ja, da ist schon der Leichenschauraum. Also, wir sind fast da. Ich danke euch für hier schon mal fürs Zusehen, denn der Part hier ist zu Ende. Ich muss mich heute echt ein bisschen an die Zeiten halten. Ich fahre nämlich gleich noch auf ein Konzert. Werde ich im nächsten Part erzählen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß dabei. Ich hatte es auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich, keep gaming und ciao.